Hallo, mein Name ist Markus und in diesem Video geht es um Gentils im weitesten Sinne. Und zwar möchte ich zeigen, wie man ein mehr oder weniger beliebiges Tool, sei es ein Marketing-Tracking, Tagging jeglicher Art, Webanalyse, mit Gentils üblicherweise verwaltet und ausspielt. Der Fokus soll auf Dingen liegen, die auf der Plattform nicht nativ unterstützt werden. Das heißt, wie fügen wir was hinzu, was ich nicht einfach aus einer Liste auswählen kann? Als kleiner Disclaimer vorab, ich bin absolut kein Gentils-Profi. Ich habe ganz lange gebraucht, um irgendwie mal Zeit zu finden, mich damit auseinanderzusetzen. Dann ist wieder ganz viel Zeit vergangen und jetzt habe ich einen neuen Versuch gestartet und habe gedacht, ich lasse euch ein bisschen daran teilhaben, welche Erfahrungen ich gemacht habe im Sinne von, wie sind so meine typischen Anwendungsfälle, wie lassen sie sich da abbilden und wie sieht das Ganze aus. Also das ist keine grundsätzlich Kurzvorstellung eines Tools. Es gibt keine kurze, sondern lange Vorstellung schon zu den Gentis-Grundlagen und auch wie man zum Beispiel, was die meisten interessieren wird, ein GA4-Tagging da zum Beispiel aufbaut über die Server-Side-Variante. Auf die Videos werde ich einfach verweisen hier in der Videobeschreibung per Link. Wer sich dafür interessiert, kann sich das dann anschauen. Hier geht es also jetzt hauptsächlich nicht darum, Gentis zu zeigen, sondern so ein paar typische Anwendungsfälle und wie sich das Ganze so anfühlt im Tag Manager und so weiter. Trotzdem sollten ein paar einleitende Worte wahrscheinlich nicht stören. Was genau ist Gentis? Also Gentis ist eine Data Capture Plattform und vergleicht sich in gewisser Weise, also nicht selbst unbedingt, aber man kann es vergleichen beim Google Stack mit einer Mischung aus dem clientseitigen Tag Manager, dem serverseitigen Tag Manager und eben dann der damit verbundenen Anbindung. Es gibt also etwas, was im Client stattfindet. Da kann ich auch Tracking ausspielen. In der Regel ist es aber so gedacht, dass man ähnlich wie beim Server-Side Google Tag Manager einen eingehenden Datenstrom hat, mit dem man dann irgendwie arbeiten kann und von da aus dann zum Beispiel Tools bedienen. Das ist so die Server-Side Tag Manager Charaktereigenschaft von Gentils. Es gibt da ein eigenes Format. Es gibt auch einen eigenen Data Layer. Aber es ist, wie gesagt, ähnlich wie beim Server-Side Google Tag Manager hat man eigentlich ein Standardformat, in dem Daten am Server ankommen. Man kann die auch anreichern, man kann sie verändern und dann kann man sie weitersenden. Insofern ist es nichts anderes, wie wenn ich jetzt mit JTAG arbeite, meinethalben, oder wenn ich eben nicht mit Google-Technologie im Browser arbeiten möchte, gibt es ja auch für den Server-Side Google Tag Manager Alternativen wie Rocker.js oder das Data Tag von Stape. Und so stellen wir uns jetzt einfach den Tracking-Code von Gentis vor, der auf die Webseite kommt und dann bekommt ein eigener Endpunkt, den man dann eben konfiguriert und so weiter und in den First-Party-Kontext holt, bekommt die Daten und von da aus kann man dann damit arbeiten. Soweit die Idee. Das heißt, wir schauen vielleicht einfach jetzt mal rein in das ganze Thema. Ich gebe meinen Bildschirm frei. Und zwar den hier. So, fangen wir an mit den Videos, auf die ich hingewiesen habe. Die findet man hier, wie gesagt, links einfach in der Beschreibung. Hier sehen wir jetzt die Startseite von meinem Gentis Backend. Das Ding brauchen wir gerade nicht, werden wir später nochmal kriegen. So, und hier im Gentis Backend sieht man halt vor allen Dingen eben Tools unter vielen anderen Sachen auch. Vielleicht kurzen Hinweis zu meinem Consent Setup, weil das ein bisschen Besonderheiten hat. Auf meiner Website habe ich als Consent Manager Piwik Pro, der wird ja auch nicht nativ unterstützt. Und da es mir hier nur ums Testen ging, habe ich mich einfach entschieden, den Gentis Tracking Code nur dann auszuspielen, wenn ich Zustimmung eben zu Webanalyse bekomme. Das heißt für mich, dass ich hier nur Webanalyse-Tools testen darf, weil ich nach anderen Zustimmungen nicht frage, weil ich sage am Ende des Tages einfach, auch wenn ich das natürlich auslesen und dediziert irgendwie weitergeben könnte, ich sage einfach, hey, es gibt Consent für alles, damit hier meine Tests einschließlich Google Analytics laufen, werden also nur ausgespielt, wenn Zustimmung da ist. Sonst könnte man theoretisch im Legal Hub hier einfach seinen Consent Banner verbinden. Das ist mal mit mehr, mal mit weniger Konfiguration verbunden. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal in Borlabs reingehen, muss ich einfach nur sagen, mit welchem Container ich das verbinden will. Und dann wird die Consent-Lage hierüber mehr oder weniger dann ausgelesen und transportiert. Wir brauchen das hier nicht. Bei mir ist also im Prinzip einfach hier, wir tracken mit Consent. Also wir kümmern uns selber um den Consent, heißt das hier. Es ist ja so ein klein bisschen
verwirrend hier in der Bezeichnung. Also ich kümmere mich selber um den Consent, das heißt das hier eigentlich. Und dann haben wir eben Tools. Und hier sieht man eben bei mir auch ein GA4-Tag. Wir sehen hier SCOBY Analytics, wo wir gleich nochmal reinschauen. Und hier eben auch so ein Bastel-Tag, was wir genau dann brauchen, wenn wir unser Tool, was wir verbauen wollen, nicht finden. Also üblicherweise fügt man ein Tool hinzu, indem man in einem dieser beiden Modi einfach hingeht und schaut, ob es das Tool gibt. So. Wenn wir jetzt nach Track irgendwas suchen, dann finden wir eben der E-Tracker, der ist da. Es gibt auch dieses Do-it-yourself-Tracking-Tool. Es gibt den Trade-Tracker und Profitly, aber es gibt hier zum Beispiel keine Trackbox und es gibt hier auch kein Plausible oder Simple Analytics oder sonstigen Schnickschnack. Wenn man das aber trotzdem in seinem Setup haben möchte, dann ist man darauf angewiesen, sich selber um die Integration zu kümmern. Und darum soll es hier im Prinzip auch gehen. So, das heißt, wir haben dieses Do-it-yourself-Tag und mit dem kann man auf eigene Art und Weise selber konfigurierten Tool hinzufügen. Das ist nicht der einzige Weg. Ich zeige gleich ein paar unterschiedliche Varianten, mit denen wie man mit der Sache umgehen kann. Okay, also der Kern des Ganzen, neben diesem ganzen Konsenszeug und eben dem Verwalten von Tools, die dann hier eben auch nach dem Hinzufügen automatisch als Vendor erscheinen und wo man dann eben auch die ganzen Konsenseinstellungen machen kann, ist halt tatsächlich der serverseitige Google Tag Manager beziehungsweise der Tag Manager im Allgemeinen. Weil wenn ich Tags hinzufüge, dann kann ich mir im Prinzip jetzt von den von mir hinzugefügten Tools aussuchen, was ich da jetzt machen möchte. Ich könnte also jetzt einen GA4-Tag hinzufügen oder eben einen SCOBY-Tag oder hier so einen Bastel-Tag. Und wenn wir jetzt hier andere Tools hinzugefügt hätten, könnten wir eben auch davon entsprechend Tags hinzufügen. Und das mache ich jetzt gerade mal nicht, weil wir ja schon welche haben. So. Und ähnlich wie wir hier Tags haben, die beim Hinzufügen eines Tools dann eben auch automatisch hinzugefügt werden können. Wenn ich jetzt GA4 hinzufüge, kriege ich automatisch ein GA4-Tagging in einem von mir wählbaren Umfang. Gibt es eben Funktionen, die ich hauptsächlich serverseitig nutzen kann, die ich mir aber selber hier auch schreiben kann. Da werden wir gleich auch noch ein Beispiel zu sehen. Es gibt, wie wir es kennen, Trigger aus Tag Managern. Ne? Die meisten Trigger sind hier tatsächlich auch durch das Hinzufügen von Google Analytics entstanden. Es gibt hier wenige Trigger, wo ich selber mal dran war. Da sieht man eben hier dieses U und den einzigen, den ich gebaut habe, ist ein Never-Trigger, den ich mehr oder weniger zum Blockieren von Sachen benutzt habe. Dann gibt es noch States. Da gehen wir ganz kurz drüber hinweg und sagen einfach vereinfachend, so in meinem Verständnis, States sind Dinge, die im Browser passieren, also irgendwelche Browser-States, die dann eben auch bei Triggern verwendet werden können. Das sieht man hier eben auch, worauf so ein Ding zum Beispiel basiert. Die meisten halt auf irgendwelchen Gentest-Data-Layer-Pushes. Aber es kann eben auch so ein DOM-Ready-State sein zum Beispiel oder ein Page-Load-State oder Form-Interaction und so weiter. Dann für uns viel interessanter sind Variablen. Hier können wir eben verschiedenste Variablen anlegen und auf jede Menge Variablen zugreifen, die dann auch schon vorgefertigt sind. Man sieht, es gibt hier einen ziemlichen Haufen an Variablen, die hier schon drin sind, bloß weil ich mehr oder weniger auch Google Analytics hinzugefügt habe. Und es sind auch Variablen da zu Tools, die man vielleicht gar nicht braucht. Das ist am Anfang etwas erschlagend, aber man kann hier vernünftig suchen und dann ist gut. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Agent suchen, dann finden wir hier den User Agent und wir finden hier ganz viele Unterversionen, eben diese ganzen Client Hints und so weiter, die werden und die einzelnen Teile des User Agents werden hier aufgeschlüsselt und stehen mir hier direkt schon als Variablen zur Verfügung, die ich dann auch prima gebrauchen kann, wenn ich ein bestimmtes Tool nur mit einem bestimmten Teil des User Agents oder sowas versorgen möchte. Also das ist eine sehr umfangreiche Bibliothek von Variablen und wir können eben auch selber welche anlegen. Und wenn wir eine anlegen, dann können wir hier beim Hinzufügen einer Variable erstmal wählen, was ist das? Client-Side, Server-Side oder ist es eine Konstante? Und da sieht man eben auch schon, dass es da verschiedene Arten von selbst definierbaren Variablen gibt. Wir können direkt auf den Data Layer von Google Tag Manager zugreifen. Wir können auf den Genesis Data Layer zugreifen. Es gibt auch, und auch dazu werde ich einen Link in die Videobeschreibung packen, es gibt eine Lösung mehr oder weniger aus dem Best Practice Bereich, das wohnt irgendwie hier unten,
bei den Use Cases, wie man zum Beispiel einen E-Commerce Data Layer oder Enhanced E-Commerce mit dem Gentis Data Layer über eine Funktion mehr oder weniger als Bridge versorgen kann, sodass man also auch Dinge, die in den einen Data Layer gepusht werden, dann im anderen mitbekommt und so weiter. Also da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten zum clientseitigen und eben auch serverseitigen Google Tag Management. Und wir haben eben auch JavaScript-Variablen und Custom Code, den wir schreiben können. Und serverseitig können wir eben auch serverseitigen JavaScript-Code ausführen. Was relativ interessant ist, weil ich dann hier zum Beispiel meine Funktion schreiben kann, ohne mich wie beim serverseitigen Google Tag Manager mit irgendwie Custom Code rumschlagen muss, den ich dann in ein Template packe, um dann aus dem Template wieder irgendwelche Variableninstanzen rauszuholen. Das ist ja also, sagen wir mal, mehr straightforward, wenn man anfangen will, irgendwelche Dinge eben auch am Server zu tun. Und wir werden auch dazu gleich ein Beispiel sehen. Und es gibt eben Konstanten, ne? So, und davon habe ich eben auch ein paar angelegt, einige Konstanten, die wir hier haben, wie zum Beispiel für den Bot-Score eine Variable, die ist 1:1 aus meinem relativ alten aus meinem relativ alten Google Tag Manager Variablencode rausgeholt worden. Also die habe ich von hier oben bis unten einfach kopiert. Das ist dieser clientseitige Bot-Score, über den ich auch schon ein paar Mal was geschrieben habe im Blog und so weiter. So, den habe ich jetzt einfach hier genommen und habe den hier in Gentis reingepackt und es funktioniert im Prinzip genauso. Und also wir haben eine anonyme Funktion, die liefert was zurück. Und hier ist dieser ganze Kram drin. Das funktioniert jetzt deswegen, weil ich nicht irgendwelche anderen Variablen, Tag-Manager-Variablen referenziere hier in diesem Code, sondern der einfach nur ganz komplett im Browser läuft. Also alles, was man im Browser machen kann, kann man hier eben auch als clientseitige Variable hinzufügen zum Beispiel. Und wir haben hier, und das werden wir auch nachher nochmal gebrauchen, auch mal eine serverseitige Variable, die zum Beispiel nichts anderes macht, als zu schauen, ob es einen gespeicherten Wert gibt. Der steht hier als Salt Value, wenn man den zum Beispiel als Kurzzeit-Salt verwenden kann, wenn man irgendwelche Hashes bilden möchte. Das ist die Idee eigentlich hinter dieser ursprünglichen Variable, die ich jetzt hier für Gentis nur ein bisschen angepasst habe. Und da kann ich eben auch auf Storage zugreifen. Ich kann was speichern, ich kann es wieder auslesen. Und hier gehe ich einfach hin und schaue, ob der gespeicherte Wert vom gleichen Tag ist, vom gleichen aktuellen Tag. Und wenn nicht, dann schreibe ich einfach einen neuen für die nächsten 24 Stunden, mehr oder weniger. Das kann man hier eben auch beispielhaft nachher mal sehen, wie wir das verwenden können. Und dass es funktioniert vor allen Dingen. Und das ist das Thema Variablen. Mit Plugins müssen wir uns jetzt nicht großartig auseinandersetzen. Hier ist auch eigentlich nur das Video-Tracking drin. Aber wir haben auch sowas wie Codes. Und Codes sind sowas wie das beste Pendant zu einem clientseitig im Google Tag Manager ausgespielten Custom HTML Tag. Das heißt, wenn ich hier Code hinzufügen möchte, dann kann ich hier zum Beispiel, gucken wir uns das hier an, das ist einfach nur eine Zeile JavaScript-Code. Hier muss man also kein Script-Tag drum packen, weil es eben kein Custom HTML-Tag ist, sondern eine Möglichkeit, entweder Custom JavaScript oder Custom CSS direkt hier in einzelnen Eingabefeldern hier zu definieren. Und hier wird zum Beispiel nur dem Gentis-System mitgeteilt, dass sobald das Ding geladen ist, irgendwie alles akzeptiert ist, weil sonst wäre es nicht geladen worden. Das ist zu meiner Sonderregelung zum Thema Consent. Ihr werdet in der Regel irgendeinen Consent-Manager haben, den ihr per Klick oder etwas dedizierter als hier dann eben auf diese Weise mit eurem System verbinden könnt. Gut. Und hier sind wir jetzt an der Stelle, wo wir auch sehen können, wie man eigene Tags einbinden kann. Der einfachste Weg nämlich, es ist nicht der eleganteste und nicht der beste Weg, aber man kann natürlich eigene Tags einfach als Code im Tag Manager ausspielen. Das wäre sowas wie dieses Ding hier. Da bin ich jetzt mal hingegangen und habe einen Beispiel-Tracking-Dienst erfunden und bin, weil ich faul bin, einfach zu http://bin.org gegangen und rufe hier ein Image ab. Weil das nämlich genau das Gleiche ist, was üblicherweise passiert. Und ich habe hier, damit man sehen kann, wie man es machen kann, eben auch zwei Parameter angehängt: Source gleich Browser, URL gleich und dann eben einfach meine aktuelle URL. Das wäre sowas, was man vielleicht in so einem Standard-Tracking-Code mal brauchen kann oder wie ein Standard-Tracking-Code aussehen kann, ganz einfacher hier eben als Ersatz ein Pixelabruf. Und den könnte ich jetzt hier einfach so in den Tag Manager packen als Code und könnte den dann eben im Client ausspielen.
Beim Triggern muss ich mich natürlich selber darum kümmern, dass ich den nur dann triggere, wenn tatsächlich Zustimmung auch da ist, im Zweifelsfall. Weil dieses Ding hier hat keine Verknüpfung zu irgendwelchen Tools, Vendors oder sonst irgendwas, wo diese ganze Consent-Verknüpfung drin steckt. Ne? So. Wenn wir hier also jetzt hingehen und packen hier einen vernünftigen Trigger dazu, wir nehmen jetzt einfach mal diesen hier und schauen uns das jetzt in der Vorschau an, weil die gibt es nämlich auch. Auch das ist eine Parallele zum Google Tag Manager natürlich, wobei das jetzt hier sowas wie eine geteilte serverseitige und clientseitige Vorschau ist. Also ich klicke jetzt hier mal auf Preview, dann wird in einem separaten Tab die Übersicht geladen. Ich kann die Debug-Session starten. Die Debug-Session startet jetzt so, wie man es erwarten würde, eben meine Website. Die ruft die jetzt auf. Hier ist noch so ein Parameter, wahrscheinlich gerade in ein Cookie verwandelt worden. Habe ich mir nicht genauer angeschaut. Und jetzt läuft halt hier eine Debug-Session und ich kann Seiten aufrufen. Und wenn ich das jetzt tue, dann hätten wir es vielleicht vorher mal machen sollen, kann ich hier nach HTTP-Bin suchen und dann müssten wir sehen, dass hier so ein Ding rausgeht, ne? Der Request, den ich eben mit diesem Tag als Code einfach ausgespielt habe. Ne? Also Tag in Anführungsstrichen, weil es eigentlich kein Gentest-Tag ist. So, aber trotzdem, die Parameter hängen hier dran. Ich habe hier meine komplette URL und zurück kommt dann auch ein Bild. Ja, so. Das ist jetzt natürlich nicht das 1x1 Tracking-Pixel, aber es reicht wahrscheinlich, um zu zeigen, wie man einen beliebigen, total selbstgebauten Tracking-Code oder sowas ausspielen kann. Das ist aber, wie ich eben schon gesagt habe, nicht die eleganteste Lösung und es ist zum Glück auch nicht die einzige Lösung. Wenn wir also zurückgehen auf den Tag Manager und ich jetzt nochmal auf die Tags gehe, dann können wir sehen, dass hier ein paar andere Sachen sind, die auch mit Never eingetragen sind und die schauen wir uns jetzt nochmal an. Wir können zum Beispiel nämlich das, was wir jetzt gerade gemacht haben, diesen Image-Abruf aus dem Client, können wir auch über dieses Tag, dieses Do-it-yourself-Tag, was ich hinzugefügt habe und was dann eben auch unter den Vendors erscheint und wo ich dann diese ganze Consent-Verknüpfung und so weiter habe, einbauen. Und ohne dass ich jetzt großartig Code schreiben muss, muss ich jetzt hier nicht viel mehr machen, als einen Trigger zu wählen. Und dann nehmen wir jetzt einfach wieder den gleichen Trigger, den wir eben hatten. Und dann können wir uns anschauen, was für Parameter wir anhängen. So, als Source habe ich jetzt einfach mal IMG-Tag statt Browser genommen. Also wir würden jetzt gleich zwei Requests sehen, wenn das alles funktioniert. Und wir hängen jetzt auch einfach hier die Document Location als URL an. Das heißt, das Request-Format ist jetzt genau das gleiche, was rausgeht, nur eben gebaut mit diesem Do-it-yourself-Tags. Wir könnten jetzt auch noch irgendwas hinterm Hash hier noch hinzufügen, also Fragmente, wenn wir das bräuchten. Und wenn wir das hinzufügen wollen, dann können wir eben jederzeit, wenn was hinzugefügt werden soll, zugreifen auf diese ganze Bibliothek von Variablen oder wir schreiben einfach irgendwelchen Text da rein. Test als was auch immer. So, kann ich als Text einfach hinzufügen oder ich kann Variablen hinzufügen. Auch da gehen wir gleich nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Also hier ändere ich jetzt mal nichts, weil das ist ja eigentlich fertig konfiguriert. Wir gehen nur noch mal kurz rein, weil das war jetzt ein bisschen doof. Wir wollten ja den Trigger ändern. So. Speichern das Ganze. Aktualisieren unsere Vorschau, soweit so bekannt wahrscheinlich aus anderen Systemen. Und wenn wir jetzt hier hingehen und irgendwo hinklicken, dann sehen wir jetzt hier zwei Requests, die rausgehen. Der eine aus diesem im Browser ausgespielten Code und der andere jetzt über unser Do-it-yourself-Tag. Will sagen, das Do-it-yourself-Tag kann uns eben auch dabei helfen, Image-Pixel abzurufen oder mehr zu tun. Und mehr zu tun heißt, wir schauen uns jetzt mal an, was dieses Ding überhaupt kann. So, wenn wir jetzt also ein Tag hinzufügen, und wir nehmen mal dieses Basteleien-Ding, was ich genau dazu verwendet habe, so, dann können wir als erstes bestimmen, was da überhaupt passieren soll. Wir können also GET-Requests oder POST-Requests senden, mit oder ohne Autorisation, alles vom Server. Wir können Image-Tag oder Iframes laden. Wir können komplettes JavaScript im Prinzip einbauen. Also das ganze JavaScript, was wir als Code hatten, könnte man jetzt hier auch rüber einbauen. Ich habe es jetzt nur einfach als Image-Tag eingebunden, weil es der einfachste Weg war. Das ist ja das, was wir genau machen wollten. Wir wollten einfach nur einen Pixel abrufen. Und deswegen hatte ich das eben genommen. Aber es gibt eben auch diese ganzen anderen Funktionen, einschließlich eben Hybrid.
Das heißt, man generiert serverseitig Code und ruft dann im Client ein Image-Tag ab zum Beispiel. Da wollen wir uns jetzt nicht mehr weiter auseinandersetzen mit diesen einzelnen Möglichkeiten, aber weil es hier auch den Rahmen sprengen wird, wir können eben sehen, dass wir mit diesem Do-it-yourself-Tag eine ganze Menge machen können und alle möglichen Freiheiten haben, um etwas auch an den Consent gebunden, so wie es in Gentis vorgesehen ist, einzubinden. Und man braucht eigentlich nicht unter Codes irgendwas auszuspielen. Codes ist gedacht für alles, was du ausspielen willst im Browser, aber nicht unbedingt für Tracking-Codes. Ja, also auch im Tag Manager wohnt jede Menge Zeug, was überhaupt nichts mit Tracking zu tun hat und wo, weiß ich nicht, CSS irgendwo hinzugefügt wird oder irgendwo noch Elemente dynamisch hinzugefügt werden. Für so einen Kram kann man hier Codes verwenden, aber fürs Tracking würde ich sagen, sind Tags der bessere Weg. So, und bei den Tags haben wir hier auch noch das Server-Image. Da gehen wir jetzt auch nochmal einfach hin. Wir können nämlich auch serverseitig genau das Gleiche machen. Wir können also unseren Image-Abruf jetzt serverseitig nochmal mit dazu packen. Und auch hier haben wir dann Query-Parameter, die wir hinzufügen können. Das ist jetzt hier Server-IMG und wieder die URL. Das heißt, der Request, der rausgeht, muss ähnlich aussehen, aber einen anderen Parameter haben. So, wenn wir das jetzt speichern, die Vorschau erneut aktualisieren. Und wir machen hier nochmal leer und rufen meine Seite auf. So, dann können wir jetzt hier unten sehen, was alles so passiert ist und was aufgerufen und was ausgeführt wurde. Und da kommt jetzt eben zum Beispiel ein Page-View-Request für GA4 an. Und da sehen wir hier zum Beispiel auch, dass dieser serverseitige Hash, den wir uns eben als Code angeschaut haben, den habe ich hier einfach testweise mal als Event-Parameter angehängt. So, der fängt an mit QV. Und zweimal Prozentzeichen und hört auf hinten mit Semikolon E. Und das ist jetzt auch schon die ganze Zeit, während ich teste, so. Das heißt, na, hier hängt er jetzt nicht dran, weil ich ihn da nicht dran gehängt habe. Aber wenn wir jetzt nochmal eine neue Seite aufrufen, wie diese, dann kommt jetzt ein zweites GA4 PageView-Tag. Und wenn wir, ups, wenn wir in dieses PageView-Tag reinschauen, dann sehen wir hier eben genau den gleichen Event-Parameter. Das heißt, das funktioniert durchaus. Also auch mit Persistenz kann man hier arbeiten. Da ist nichts von im Browser irgendwie ausgeführt worden. Das ist alles irgendwie serverseitig ausgeführt worden. Das ist der Unterschied eben. Und was wir jetzt eben uns anschauen wollen, ist zum Beispiel hier das Server-Image. Hier sehen wir den Request, den wir rausgesendet haben. Hier sind die Parameter, die wir angehängt haben. Und zurück kam dann eben ein Bild. Ja? Es wird hier nicht als Bild dargestellt, aber das ist genau das, was passiert, wenn ein PNG zurückgesendet wird und wir uns das als Code anschauen. Okay, gut. Also, das wären die Standardmöglichkeiten, was hinzuzufügen. Und damit wir jetzt nicht einfach immer nur so einen billigen Image-Abruf machen, schauen wir uns als konkretes Beispiel mal die Implementierung an von Scoby Analytics, die ich hier drin habe. Dann gehen wir nochmal auf die Tags zurück und schauen uns das an. Das ist also auch einfach über das Do-it-yourself-Tool eingebaut worden. Es ist ein Server-Side ausgeführter GET-Request mit Autorisierungsheader, weil das ist, was wir brauchen. Und hier fangen wir dann tatsächlich mal an, so eine Endpunkt-URL zusammenzubauen. Das gibt man als Text ein. Hier kann man jetzt natürlich auch komplett seinen Lizenzschlüssel bzw. seinen geparsten Lizenzschlüssel eintragen, um die Site-ID da rauszufinden. Was es damit auf sich hat, gucken wir uns gleich nochmal an. Und dann kommt hier eben irgendwie der Endpunkt und daran senden wir Parameter und zwar eine ID. In diesem Fall ist das jetzt hier gerade die Session-ID, die schmeiße ich jetzt hier einfach mal raus. Und wir nehmen jetzt mal unseren 24-Stunden-Zufallswert als ID. Ne? Das heißt, ich habe komplette Kontrolle darüber, wie lange ich jemanden wiedererkennen möchte, weil ich hier selber entscheide, welche ID an Scoby gesendet wird. Was bei Scoby jetzt nichts Besonderes ist, weil es eh nur serverseitig gefüttert wird. Aber wenn ich jetzt hier plausibel einbinden würde oder irgendwas anderes, dann habe ich hier auch volle Kontrolle darüber, welche Client-IDs da mehr oder weniger an diese Tracking-Dienste gesendet werden. Wir senden jetzt hier den kompletten User-Agent. Auch da könnte ich mich entscheiden, den noch auseinanderzunehmen. Als URL-Parameter sende ich jetzt die komplette Document-Location. Auch da könnte ich vorher die Parameter rausschmeißen. Tue das jetzt nicht, weil ich weiß, dass Scoby das nachher am anderen Ende sowieso selber tut. Das gleiche gilt für den Referrer. Und wir nutzen jetzt hier diesen Bot-Score einfach mal, den wir eben als Variable schon gesehen haben und schauen, was da für ein Wert rauskommt. Und
Als Autorisierungsheader brauche ich eben einen API-Key und den hole ich mir auch aus einer serverseitig definierten Funktion, die aus einer Variable, in der der Lizenzkey drinsteckt, den API-Schlüssel rausholt. Warum ist das notwendig? Der SCOBY-Lizenzschlüssel ist ein String. So. Der ist kodiert und wenn ich den dekodiere, dann stecken da meine Site-ID drin und dahinter meine API-Key. Das heißt, wenn ich mit diesen einzelnen Dingern arbeiten möchte, kann ich entweder diese einzelnen Dinge einfach als Konstanten anlegen, das habe ich am Anfang auch getan. Aber eigentlich muss ja so eine Einbindung so einfach wie möglich sein und man braucht sie an verschiedenen mehreren Stellen und man möchte Sachen vielleicht auch irgendwo zentral austauschen. Ich kann sogar Konstanten direkt auch bei so einem Tool hinterlegen und kann dann eben da in der Konfiguration meine ID eintragen und sorge in meinen Do-it-yourself-Tags aber über Funktionen dafür. Deswegen war SCOBY so ein schönes Beispiel, dass ich aus diesem Lizenzschlüssel mir erst die Informationen rauslesen kann. Und die Funktion, die wir dazu brauchen, ist dieses jetzt SCOBY irgendwas. So, jetzt SCOBY Site-ID geht eben zum Beispiel hin, nimmt den Input, was eben mein Lizenzschlüssel ist, und dekodiert den und teilt den an diesem Pipe-Zeichen auf, weil ich hatte eben gesagt, als erstes steht da Lizenzschlüssel drin, dann kommt ein Pipe-Zeichen und dann kommt der API-Key. Also liefere ich jetzt erstmal diesen Lizenzschlüssel zurück. Das kann ich also hier komplett selber in Gentest definieren, muss da also jetzt nicht irgendwie großartig rumfummeln und es liegt vollkommen an mir, wie, sagen wir mal, wie praktisch ich das Einbinden von zusätzlichen Tags machen möchte. Weil SCOBY ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir eh nur ein Page-View haben, aber wenn ich jetzt mehrere andere Tags noch einbinden wollte, die irgendwas anderes senden, vielleicht als virtuellen Page-View, dann kann ich eben mit diesen Funktionen im Prinzip immer mit der gleichen Konfiguration arbeiten und habe eine zentrale Stelle, wo ich nur den Lizenzkey austausche. Ich hoffe, die Idee ist klar geworden. Also man kann über serverseitige Funktionen einfach auch mit Daten arbeiten, man kann Funktionen auf Daten anwenden. Und es müssen keine selbstgeschriebenen Funktionen sein. Wir haben Funktionen zum Hashen, zum Verschlüsseln, zum Kürzen und sonstigen Schnickschnack, zum Anonymisieren von IP-Adressen. Die sind alle auch schon da und ich kann mir, wenn mir was fehlt, eben selber eine Funktion schreiben und kann all diese Funktionen zur Kontrolle verwenden, bevor ich Daten irgendwo hinsende. Das ist eigentlich die Idee dahinter. So, wir können das hier nochmal abbrechen und gehen zurück nochmal zum Tag. Und sehen jetzt also, dass dieses SCOBY-Tag komplett mit diesen Funktionen, die ich selber geschrieben habe, arbeitet und aus mir in diesem Fall einer Konstante, einer als Variable definierten Konstante, das ist ähnlich unsinnig aus Entwicklersicht wie beim Server-Side, wie beim Google Tag Manager, habe ich mir jetzt hier meine Endpunkt-URL zusammengebaut und die Parameter haben wir gerade schon gesehen. So, alles klar. Wenn ich jetzt also hingehe und nochmal die Vorschau öffne, Blödsinn, warum klicke ich auf Publish, wenn ich Preview haben will? So, öffnen wir nochmal die Vorschau. Bisschen Fensterinflation hier. Wir starten jetzt nochmal eine Debug-Session. Das Ding machen wir jetzt zu. Ich habe da eben in der dummerweise weg navigiert. So, dann werden wir jetzt nochmal sehen, dass jetzt hier diese ganzen Dinger feuern und ich kann hier bei SCOBY Analytics mir auch genau anschauen, was gesendet wird. An welche Adresse, mit welchen Parametern und hier haben wir dann eben auch diese ganzen Parameter. Ne? Segment ist hier einmal okay, das kommt aus dem Botscore, Gentis, das habe ich da einfach angehängt. Wir sehen hier die ganzen Autorisationskram, der da irgendwie stattfindet. Das Ganze funktioniert auch, es kommt also auch in 204 zurück und in der Response steckt dann im Prinzip auch nichts. So. Aber das Ganze hat geklappt und in SCOBY sind die Daten jetzt eben angekommen. Im Browser sehe ich nur natürlich das, was ich clientseitig ausspiele. Das ist jetzt eine Anbindung, die rein serverseitig funktioniert und deswegen habe ich hier eben auch nichts, was im Browser zu sehen wäre. Aber wie man sieht, kann man hier beides, egal ob serverseitig oder clientseitig ausgeführt wird, beides hier zusammen debuggen, finde ich eigentlich ganz praktisch. So, das zu einem, naja, nicht ganz kurzen, aber zu einem Überblick, wie man in Gentis eigene Tools hinzufügt. Wie gesagt, für den Fall, dass die Tools eh unterstützt werden, dass es dafür schon Templates gibt, ist es super einfach. Aus der Liste auswählen, klicken, Konfiguration, weiß ich nicht, Measurement-ID eintragen. In der Regel werden sogar Standard-Tags dann gleich mit hinzugefügt. Trigger sind schon da und das Ganze geht eigentlich relativ schnell. Aber ist das Tool nicht da,
ist halt das Ganze nicht verloren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten von über Code, was ich tatsächlich nur in Klammern sagen würde. Ich würde das jedenfalls selber nie so verbauen, weil es über dieses Do-it-yourself-Tag viel bessere Möglichkeiten gibt. Und dann bindet man es einfach so an, wie man es machen möchte. Also entweder den klassischen Tracking-Code einfach clientseitig ausspielen lassen, den JavaScript-Tracking-Code, oder wenn dahinter eigentlich nichts anderes als ein Pixelabruf von einem Image-Pixel steckt oder das Einbinden eines Iframes, kann man das eben auch direkt über das Do-it-yourself-Tag in angepasster Form machen. Und viel interessanter ist es aber wahrscheinlich für die meisten, eine serverseitige Anbindung zu bauen. Und da gibt es eben jede Menge Möglichkeiten. Alles, was man als Tag, eben auch als Custom Tag für den Server-Side Google Tag Manager findet, sei es Plausible, Pirsch, das war nur P, gibt es ganz viele. Kann man sich im Prinzip anschauen, wie das Ganze funktioniert, oder sich die Dokumentation der jeweiligen, die API-Dokumentation der jeweiligen Anbieter anschauen. Und kann das Ganze hier halt über das Do-it-yourself-Tag höchstwahrscheinlich nachbauen. Was meine ich mit höchstwahrscheinlich? Es gibt Einschränkungen. Ich kann nicht beliebige Header senden. Also das Senden, Definieren von Headern ist bei dem Do-it-yourself-Tag nur darauf beschränkt, dass ich Autorisierungsheader sende. Wenn ich jetzt aber ein X-Forwarded for oder ein User-Agent oder sonst irgendwas einsenden muss in meinem Request, sei es ein Post oder Get-Request, damit die API auf der anderen Seite was damit anfangen kann, kann es sein, dass ich Einbußen machen muss, weil mir Daten vielleicht fehlen. Vielleicht ist die API auch nicht so verzeihend und sagt, naja, ich habe keinen User-Agent, ist mir wurscht, mache ich einfach nur Z draus, sondern vielleicht sagt die API des entsprechenden Tracking-Tools auch, ey, ohne User-Agent läuft hier gar nichts. Und dann ist die serverseitige Anbindung zumindest mal über das Do-it-yourself-Tool, soweit ich es verstanden habe, nicht möglich, bevor das Do-it-yourself-Tool nicht in der Lage ist, auch Custom HTTP-Header zu senden. Oder eben auch so ein paar andere Dinge. Aber für die meisten Sachen und fürs Scope haben wir ja gesehen, funktioniert es wunderbar, und für andere würde es wahrscheinlich auch ganz gut funktionieren. Kann ich mein Tool auch dann anbinden, wenn es nicht in der Bibliothek bei Gentest zu finden ist. Gut, das soll es gewesen sein für dieses Video. Damit viel Spaß mit Gentest, wenn er damit arbeitet, oder viel Spaß mit Scobie, wenn er damit arbeitet. Zu Scobie habe ich ja selber auch nochmal ein Video gemacht, wenn ihr nicht wisst, worum es dabei geht. Und damit würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Video.